Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Vivi. Und heute geht es nur um mein Handy. Und zwar, heute stelle ich das iPhone 5S in schwarz vor. Ich weiß, das iPhone 7 ist jetzt rausgekommen. Und das iPhone 5S ist zwar jetzt schon sehr, sehr alt, aber ich habe mir gedacht, ich mache trotzdem mein Handy-Video. Phone Tag praktisch. Ich zeige es euch mal von nah. Hier hinten ist es mit so einem Grau. Genau. Und da vorne ist es halt ganz schwarz. Wenn man hier drückt, dann seht ihr gleich mein Bildschirm. Und auf jeden Fall entsperre ich das mal. Und dann befinden wir uns schon auf der ersten Seite. Hier unten habe ich Anrufe, genau, und Instagram, WhatsApp und Safari, genau. Also hier habe ich die Nachrichten, Kalender, Fotos und Kamera. Ich da gleich darunter das Wetter. Das Wetter, Kontakte, E-Mail, Uhrzeit, also Uhr. Dann habe ich die Google Maps und die normale Karten-App, dann iTunes Store, Apple Store, dann Musik. Und ja, dann habe ich hier so einen Flieger. Jetzt kannst du euch genau hier, seht ihr? Genau, das habe ich jetzt von Dagi Bee. Sie hat auch so einen Flieger und ich habe mir gedacht, ja, fake ich mal, mache ich hier das mal nach. Nein, Spaß. Auf alle Fälle, ja, ich bin so ein Loser. Was geht ab? Auf jeden Fall, ja. Genau. Und dann habe ich die MyTaxi-App. Das hat, die funktioniert. Ich habe sie mir erst runtergeladen. Und da könnt ihr dann alle Taxinummern wissen, wie das so geht. Und keine Ahnung, also wisst schon, da könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel in Berlin seid, könnt ihr dann schauen. Und alles, was für eine Taxinummer. Dann habe ich noch die Airbnb-App. Da könnt ihr praktisch, ich klicke mal drauf, da könnt ihr praktisch, wenn ihr zum Beispiel einen Urlaub in Paris machen wollt, dann gebt ihr Paris ein, da werden euch Häuser gezeigt, Hotel, Apartments und so weiter und da könnt ihr euch das dann anschauen, gleich zum Mieten, Buchen und so weiter und so fort. Und die App finde ich eigentlich richtig cool. Ich habe mal USA gegoogelt zum Beispiel und dann sind da so drei Unterkünfte, ich kann es euch ja mal hier zeigen. Luxusvilla für 2000 Euro, habe ich zwar noch nicht das Geld dafür, aber hier könnt ihr euch das so ansehen, da könnt ihr euch dann die Bilder anschauen, die Preise und so weiter und so fort. Auf jeden Fall finde ich die App richtig cool. Wie gesagt, habe ich hier meine Einstellungen und meine Notizen. Gehen wir mal zur nächsten Seite, da habe ich gleich Skype. Ich Skype gern mit meinen Internetfreunden, da ich eine Gruppe auf WhatsApp habe, haben uns leider noch nicht so viel getroffen, beziehungsweise gar nicht, aber wir skypen ganz oft oder gerne und es macht ziemlich Spaß mit denen zu skypen und wir werden uns auch bald demnächst treffen und da werde ich dann einen Vlog dazu drehen und dann könnt ihr die auch mal sehen. Aber ich muss erstmal fragen, ob die das auch mögen. Genau, dann habe ich hier Snapchat, also ich snappe sehr viel, so heiße ich und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet und ja, ihr verpasst auf jeden Fall nichts. Ich werde immer hier immer was posten, snappen praktisch. Genau, hier könnt ihr das mal sehen, wie viel ich gesnappt habe. Echt viel. Genau. Dann habe ich hier die Viva Charts App. Da zeigt es mir auch die aktuellen, neuesten Lieder an und dann, wenn ich sehe, dass ein neues Lied rauskommt, dann lade ich mir das sofort runter und dann habe ich sofort an mein Handy und ja, es ist super. YouTube brauche ich natürlich neben mir und ich schaue auch gerne andere YouTube-Videos an von Bibi und Co. Dann habe ich gleich darunter ein Studio, da kann ich dann sehen, wer mir alles in der letzten Zeit gefolgt ist, wer alles geliked hat, wer alles kommentiert hat, das hat schon was die App. Dann Messenger und Facebook, ja, Facebook bin ich auch sehr aktiv, ich teile viel von Rezepten, Kochrezepten und so weiter und so fort. Dann habe ich hier was ist das? Ah, Fotografie. Da habe ich die Visco-App runtergeladen. Dann habe ich PixArt. Da bearbeite ich gerne meine Thumbnails für YouTube. Gut, dann gehe ich raus. Dann habe ich hier, hier habe ich Firefox.
Dann die Deutsche Bahn App habe ich, weil ich fahre regelmäßig mit dem Zug in die Schule. Und da brauche ich, da habe ich mein Online-Ticket und da scannt er mir das ein und dann brauche ich keine unnötigen Papiere mehr. Dann Musical.ly, dann habe ich die App Viva Video Pro. Da bearbeite ich meistens meine Videos, also wenn ihr auch mal Lust habt, YouTuber zu werden, dann ladet euch die App, die ist richtig cool, aber kostet halt auch ein bisschen was. Und ja, also genau, das wäre jetzt die zweite Seite gewesen. Dann habe ich noch eine dritte Seite. Bei der dritten Seite habe ich sogar Cocopa habe ich hier. Dann habe ich We Love It, We Heart It meine ich. Ja, da kann man so Fotos von anderen Menschen sehen und ich finde die eigentlich sehr cool. Das sind sehr schöne Bilder meistens. Ich finde jetzt zum Beispiel die Tasche mega schön, also echt schöne Inspiration hat das die App, also ich finde das super. Hier habe ich auch schon ein Bild von mir gestern gepostet. Ja, We Heart It mag ich echt gerne, ich habe die echt schon lang. Ich hatte davor ja ein iPhone 4, da hatte ich die App auch schon, richtig cool. Dann About You, da sind so, da verkaufen es Kleider, alle möglichen Dinge, Röcke, Ponchos und so weiter, da schaue ich dann immer so nach Kleidung, aber meistens bestelle ich sie nicht. Ich schaue sie mir trotzdem gerne an, weil die echt schön sind. Dann habe ich hier noch Effect Shop, das mag ich echt gerne, Effect Shop. Das ist richtig cool, ich zeige euch mal was. Also da drückt ihr hier rauf, dann sucht ihr euch ein Bild aus, ist egal welches. Ich nehme zum Beispiel jetzt das hier, was ich euch vorhin gezeigt habe. Dann kann man es hier so cool schneiden, hier auch so schön bewegen. Dann mag ich das so haben. Und dann suche ich mir so Filter aus und kann hier auch die Hintergrund, hier kann ich mich auch verschwommen machen und darunter einfach einen Text einbauen, das ist echt cool. Hier kann ich sogar noch so hell, dunkel und so weiter, rot. Na, das ist echt cool. Genau, das mag ich wirklich sehr gerne, die App. Dann hier noch Grau-Modus-Farben. Echt schön, die App, wirklich. So. Dann habe ich hier Amazon, da kaufe ich öfters mal was ein. Auch was Unnötiges, aber egal. Dann Spock, da kaufe ich mir auch immer was ein. Da habe ich übrigens mein iPhone 5S gekauft. Dann Miss Deal, das finde ich auch richtig cool. Dann habe ich hier eine App namens Doodlepop, die ist richtig cool, da schießt man mit Bällen und alles. Dann habe ich so eine Detektiv-App, die heißt Escape Cult, die ist auch richtig cool. Dann Netflix, habe ich Google-Übersetzer, auch wenn jemand mal mit mir auf Facebook oder so auf Englisch schreibt und ich verstehe manches nicht, dann übersetze ich vielleicht was oder auf Polnisch mit meiner Familie kommunizieren, das ist wirklich cool. Dann habe ich hier auch so eine Meine Sprüche-App, Sprüche Guru heißt die App. Ja, da sind sehr, sehr viele schöne Sprüche auch dabei und ja. Dann habe ich da noch so eine App CuteCut und Magisto. Das sind auch so zum Videobearbeiten. Die benutze ich sehr selten, aber auch öfter mal zum YouTube-Video schneiden. Und dann habe ich eigentlich nur noch hier das Extra. Das sind eigentlich alle Apps, die ich gar nicht brauche von iPhone, die ich überhaupt nicht nutze. Genau, und das war's eigentlich. Das war jetzt mein Handy. Ja, genau, mehr kann ich euch eigentlich nicht zeigen, weil ich nicht mehr auf mein Handy habe. Aber ich habe auch vor, mir eine Hülle zu kaufen, eine durchsichtige, damit man das Graue schön aussieht. Und ich bin für das Handy, ist eigentlich richtig cool. Eine gute Qualität hat es auch, finde ich. Natürlich iPhone 7 und iPhone 6. Das hat natürlich eine eindeutige bessere Kamera und alles. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich kein iPhone 4S mehr habe, sondern ein iPhone 5S. Und das macht mich auch schon echt happy, wirklich, Leute. Und ja, man sieht mich jetzt gerade so. Ich hoffe jetzt schon. Und auf jeden Fall bis nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und vielleicht über einen netten lieben Kommentar, was ihr noch so von mir wollt, so Videos. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mich kostenlos abonnieren würdet. Und ich würde mal sagen, bis nächste Woche, genau. Tschüss!